Klopf, klopf. Servus. Ja, da ich ja im Studentenwohnheim lebe und es auch die eigenen Struggles mit sich bringt, kommt mal mit. Dürft ihr hier einmal schauen, dass zum Beispiel Duschen ein Luxusgut ist, weil mir ist jetzt hier der Schlauch gerissen und deswegen auf jeden Fall auch handwerklich aktiv werden. An der Hochschule studieren und das Studium sehr praxisnah ist, könnt ihr direkt anwenden, was ihr in den Maschinenbauvorlesungen lernt. Zum Beispiel lernt ihr, wie ihr die Duschköpfe hier auf den ersten Versuch richtig anbringt. Bis bald. Wie ihr sehen könnt, hat auch der Nebel langsam eingesetzt in Konstanz. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Hochschule. Bis später. So, jetzt bin ich auf dem Heimweg und dann zeige ich euch gleich mal mein Wohnheim. Typischen, ja, sag ich mal, Start in den Tag bis zum Ende der Vorlesung mal miterlebt bei mir. Das Stichwort ist schon gefallen, Wohnheim. Ja, ich bin hier im Wohnheim. Ich erzähle euch einfach mal ganz kurz, wie so ein Wohnheim aufgebaut ist, wie man reinkommt und so weiter. Alles, was ihr zum Wohnheim wissen müsst. Die Wohnheime, das sind immer WGs. Also ich bin jetzt in der Vierer-WG. Ich wohne jetzt mit noch 3 Mitbewohnern zusammen. Eine Asiatin, eine Französin und noch jemand aus Berlin. Die studieren aber alle an der Universität und nicht wie ich an der HCWG. Wie bekomme ich jetzt hier einen Wohnheimplatz in einem Wohnheim? Ich habe das einfach so gemacht, ich habe meine Zusage für die HCWG abgewartet und dann einfach online gesucht, Wohnungen, Studenten in Konstanz. Man kommt dann relativ schnell auf die Webseite von Seezeit, wo ihr eben die ganzen Studentenwohnheime euch bewerben könnt. Das ist dann einfach so ein Bogen, wo ihr praktisch angebt, wo ihr studiert, was ihr macht, ob ihr irgendwelche Präferenzen habt und dann werdet ihr sozusagen einfach gelost. Also es kann natürlich sein, dass ihr Glück habt, so wie ich jetzt Glück hatte. Kann aber auch sein, dass ihr nichts bekommt. Wenn ihr dann Glück habt, so wie ich, bekommt ihr eine E-Mail und da wird euch einfach gesagt, ja, ihr könnt einziehen in das und das Wohnheim und dann vereinbart ihr mit dem Facility Manager von dem jeweiligen Wohnheim einfach euren Termin, wo ihr den Schlüssel bekommt und einziehen könnt. Ich zeige euch gerade mal einen kleinen Ausschnitt, wie mein Zimmer am Anfang aussah. Einfach, dass ihr mal so ein bisschen einschätzen könnt, wie die Zimmer aussehen, wenn ihr jetzt keine Möbel oder so weiter mitbringt. Ich habe persönlich Möbel mitgebracht und ihr könnt mich da jetzt auch gerade sehen, wie ich die, ja, sag ich mal, zusammenbaue. Ich habe mich jetzt erstmal reingesetzt. Ich erzähle euch mal so ein bisschen, wie es ist, im Wohnheim wirklich zu leben, wie das wirklich also für mich jetzt ist. Persönlich jetzt in meiner WG, wir haben jetzt nicht so eine krasse WG-Gemeinschaft. Wir sind mehr so eine Zweckgemeinschaft, würde ich jetzt sagen. Also ich habe jetzt nicht so das krasse WG-Leben. Das kommt sicher auch ein bisschen daher, dass wir so unterschiedliche Herkunftsländer haben und es da so ein bisschen die Sprachbarriere gibt. Was aber auf jeden Fall ein Vorteil ist, weil gerade meine Mitbewohner, wenn ich mit denen Englisch spreche, kann ich auch gleich mein Englisch trainieren. Das fällt mir jetzt sehr positiv auf. Ich selber bin jetzt ausgezogen ins Wohnheim, also ich habe davor daheim gewohnt und wohne jetzt eben im Wohnheim. Mit dem Ausziehen kommen natürlich ganz viele neue Sachen auf euch zu. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man gerade am Anfang ein bisschen am Struggeln ist und es noch nicht so gewohnt ist, wenn man auf einmal alles selber machen muss, aber das spielt sich mit der Zeit ein. Ein Vorteil, den man aber auf jeden Fall sagen muss, ist, dass man alleine wohnt und man ist komplett frei. Das ist so genial. Also ich persönlich genieße das extrem, dass ich einfach meine Ruhe habe, dass ich selber entscheide, wie ich meine Zeit einteile und dass ich mich erstmal um niemanden kümmern muss. Noch eine kleine Erfahrung von mir. Ich hatte jetzt wirklich Glück mit dem Wohnheimplatz, aber ich würde euch eher empfehlen, tatsächlich früher mich schon dran zu machen an den Wohnheimplatz. Einfach, da ich jetzt Glück hatte, aber je früher ihr anfangt, desto höher sind natürlich auch eure Chancen, weil ihr in mehreren Losverfahren teilnehmt. Vielen Dank fürs Anschauen vom Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt weiter aktiv, Instagram, Facebook und YouTube natürlich. Dranbleiben und bis dahin, euer Dani.